23.15 Uhr gestern Abend. Die ersten Autos ausgebrannt. Vier Wagen im Frankfurter Westend. Die Besitzer fassungslos. Das ist natürlich eine extrem harte Aussage, ne? Dass man sagt, so ein Auto mit drei Kindersitzen machen wir jetzt kaputt. Aber ist halt so. 6.30 Uhr, die ersten Polizeiautos brennen. Polizei und Demonstranten treffen im Frankfurter Ostend aufeinander. Es gibt die ersten Verhaftungen. Die Blockupy-Organisatoren sprechen am Morgen von einer Mitschuld der Polizei. Ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren hier gesehen haben, ist, es kommt immer wieder zu Prügeleien. Ich denke, die Polizei wird auch alles andere als unsanft heute den Rest des Tages agieren. Es ist ja absolut martialisch, wie die hier auch im Vorfeld aufgezogen haben. 7.20 Uhr. Die Demonstranten versuchen, auf das EZB-Gelände zu gelangen. Steine fliegen und Barrikaden werden errichtet. Rund um die EZB und in der Frankfurter Innenstadt. Polizisten filmen, wie Einsatzwagen vor dem ersten Polizeirevier angezündet werden. Die Demonstranten greifen auch Feuerwehrkräfte an, wollen verhindern, dass sie die Brände löschen. Wir waren überrascht davon, dass auch wirklich sofort auf Feuerwehrfahrzeuge und auf Einsatzkräfte losgegangen wurde. Damit haben wir nicht gerechnet. Das war eigentlich schon immer ein unbeschriebenes Gesetz auf Demonstrationen, dass Feuerwehr und Rettungskräfte außen vor gehalten werden, nicht angegriffen werden. 11.15 Uhr. Die Eröffnungsfeier im neuen EZB-Gebäude beginnt. Als erster tritt Präsident Mario Draghi ans Rednerpult. Zeitgleich kesselt in der Frankfurter Innenstadt die Polizei rund 300 Demonstranten ein, darunter eine Gruppe aus Venedig. Sie soll zuvor randaliert haben. Für die Polizei ist diese große Gruppe bei den Einsätzen heute keine Ausnahme. Dabei haben wir verzeichnet, dass es eben an mehreren Stellen zu Aktionen nicht von Kleingruppen, sondern von größeren Gruppierungen kam, die mit einer Gewalt, wie wir sie seit Jahrzehnten in Frankfurt nicht mehr hatten, agiert haben. 14 Uhr. Auf dem Römerberg versammeln sich rund 10.000 Menschen zu einer Kundgebung. Es bleibt friedlich. Viele hier ärgern sich über die Ausschreitungen am Morgen. Das geht einfach zu weit. Also ich finde, friedlicher Widerstand darf sein, muss sein. Aber das, was heute Morgen geschehen ist, das bringt letztendlich gar nichts. Und ich möchte mich auch davon distanzieren. Meinetwegen Sitzblockaden oder ziviler Ungehorsam, ja. Aber sowas, was heute Morgen stattgefunden hat, finde ich, geht gar nicht. Das diskreditiert auch mehr das Anliegen. Also es wird jetzt nicht mehr über Inhalte berichtet, was Blockupy fordert, sondern es wird eigentlich darüber berichtet, dass es Randale gab. Und das ist nicht das Anliegen, was man hier hat. 15 Uhr. Viele Geschäfte auf der Frankfurter Zeil schließen, aus Angst vor Vandalismus. Wenn es morgens früh schon so nicht friedlich anfängt, dann ist es natürlich keine gute Prognose für den Laufe des Tages. Ja, also es wird da nicht besser werden, schätze ich mal. Und wenn es dunkel wird, dann geht es noch mal richtig los. Also wir wollen einfach sicher gehen, dass nichts passiert. 17 Uhr. Rund 17.000 Demonstranten ziehen vom Römerberg aus durch die Frankfurter Innenstadt. Es bleibt größtenteils friedlich. Bis jetzt.